Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Individuell und sicher gebären für den besten Start ins Leben. Unser Thema heute im Gesundheitstipp, Nicole Marquardt. Eine Geburt ist ein einmaliges, sehr persönliches Ereignis. Jede Geburt ist anders und alles fängt an mit einer guten Vorbereitung. Der Dr. Dominik Geibel, Chefarzt von der Gynäkologie und Geburtshilfe am Luzerner Kantonsspital Wollhausen. Ja, ihr lieben werdenden Eltern, ihr müsst euch früh genug informieren. Am besten schon mal über Geburtsvorbereitungskurse oder auch über die Möglichkeiten, Informationsabende zu besuchen, damit ihr euch über die Räumlichkeiten der Gebärabteilung und auch der Wochenbettstation, auf der ihr gebären wollt, informieren könnt. Auch soll man sich darüber informieren, wie dass man gebären will. Ja, da gibt es wirklich viele Themen. Also manche gebären gerne in der Badewanne, in einer Gebärwanne. Es gibt auch Möglichkeiten, auf einem Ball oder einem sogenannten Maya-Hocker zu gebären. Das wird immer individuell mit dem Paar mit euch besprochen. Die Hebamme betreut euch dabei sehr sorgsam und ihr werdet eure Gebärposition schon finden. Meistens merkt man es aber auch erst im Moment von der Geburt, wie es am besten geht oder was einem am besten tut. Die Geburt ist für jede Frau ein sehr individuelles und auch persönlich einmaliges Ereignis, Erlebnis. Das ergibt sich meist aus dem Geburtsverlauf, wie das passiert. Und im Notfall sind wir im Spital bestens aufgehoben. Das ist sehr richtig. Als Spital hat man eine 24/7 Vollversorgung mit Facharztstandard und kann im Notfall sehr rasch einen Kaiserschnitt organisieren. Natürlich auch im Notfall eines Kindes, das schlecht in der Geburt aussteigt, auch dieses sehr gut versorgen. Darauf sind Spitäler trainiert, sind die Mannschaften, die Teams gut trainiert. Auch nachher im Wochenbett sind wir bestens betreut. Ja, das Wochenbett ist sicher eine spannende, aufregende und sehr herausfordernde Zeit, in der man in Kürze alles Mögliche lernen muss über die Babypflege, die Versorgung und auch wie man mit wenig Schlaf auskommt. Hier ist man im Spital bestens aufgehoben. Die Pflegefachpersonen kümmern sich und geben euch ganz viel Hilfe, Tipps und Tricks mit auf den Weg, damit ihr nach Hause gehen könnt und seid parat. So der Dr. Dominik Geibel, Chefarzt von der Gynäkologie und Geburtshilfe am Luzerner Kantonsspital Wollhausen. Bis nächste Woche zu «Am Puls am Mittwoch». Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.